Der Hollywood-Schauspieler Tom Cruise zieht sich bei Dreharbeiten zum Film Mission Impossible 6 schwere Verletzungen zu. Immer wieder sorgt Cruise als Geheimagent Ethan Hunt mit seinen waghalsigen Stunts für Aufsehen. Dieses Mal geht es leider schief. Ein YouTube-Video zeigt den Unfall des 55-Jährigen. Zu sehen ist Cruise, wie er einen Sprung von einem Gebäude zu einem anderen macht und dabei sein Ziel verfehlt. Zunächst ist unklar, wie schwer sich der Schauspieler verletzt. Die britische Boulevardzeitung The Sun zitiert jetzt einen Insider. Laut dem Bekannten erleidet Cruise zwei Knochenbrüche im Fußgelenk. Die Genesung soll Monate dauern. The Sun soll erfahren haben, dass wegen des Unfalls nun die Dreharbeiten ruhen. Die Studiobosse hätten gerade keine andere Wahl. Eine offizielle Version der Geschichte gibt es noch nicht. Der 55-jährige Cruise führt in der Vergangenheit häufig die Stunts selbst aus. Sei es bei Sprüngen, auf dem Motorrad oder am Lenkrad bei gefährlichen Verfolgungsjagden. Die sechste Folge der Mission Impossible-Reihe dreht wieder Regisseur Christopher McQuarrie. Der Film soll Ende Juli 2018 zu sehen sein. Es ist fraglich, ob man den Termin einhalten kann.